Erklärt die stochastische Unabhängigkeit und das ist die Formel, die ich jetzt näher erkläre. Ich denke mir ein Beispiel aus, das ist so angelehnt an Takeshis Castle. 120 Spieler wollen durch das Spiel A und Spiel B. Wer die falsche Tür erwischt, hier mit dem Monster, der ist ausgeschieden. Und das heißt, hier habe ich eine Dreiviertel-Chance, 75% Chance, hier habe ich eine 50% Chance. Mit welcher Wahrscheinlichkeit komme ich da hinten an? Ja, so kombiniert. Das heißt, bei Dreiviertel-Chance, der erwarte ich jetzt, dass von diesen 120 da 90 ankommen und dann nochmal die Hälfte. Also erwarte ich mal hier ungefähr 45, ist ja eine Wahrscheinlichkeit, also grob 45. Und damit ist es so, diese Geschichte, 50% von 75%. Und das multipliziert man. Da macht man einfach 0,5 mal 0,75 und bekommt 0,375. Ja, und wenn ich wieder zurückrechne, 37,5%, das ist von den ganzen 0,375 mal 120, dann bekomme ich genau diese 75, die ich da hatte. Und diese Multiplikation, die steckt jetzt genau also an der Stelle drin in der Formel. Um das zu erläutern, mache ich nochmal ein Beispiel, wo es eben nicht so gilt. Wieder Takeshis Castle, wieder so 120 Leute. Ich mache ein Spiel mit Ringen und ich weiß, erfahrungsgemäß schaffen das nur 50%. Ja, und es ist zweimal hintereinander die gleiche Ringgeschichte. Das heißt, von den 120 kommen hier nur 60 Leute an. Und dann ist aber klar, dass es hier nicht 30 sind. Weil wenn die Hälfte das hier geschafft hat, die 60, die das schaffen, die wissen ja, wie man das mit den Ringen macht. Ja? Also die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die da ankommen. Vielleicht fällt doch jemand rein, aber wahrscheinlich 55 werden es schaffen. Also wenn das hier das Spiel A ist und das ist das Spiel B, dann gilt eben nicht ja, so 50% von 50%. Das wäre 0,5 mal 0,5 gleich 0,25. Also es gilt nicht so, dass es hier ein Viertel ist. Nö, ist es nicht. Und warum? Weil die zwei nicht voneinander unabhängig sind. Anders da oben, da war es ja reiner Zufall. Und das ist die Aussage der Formel. Also die Wahrscheinlichkeit A geschnitten B meint, ich überlebe beide Spiele. Die Wahrscheinlichkeit darf ich berechnen durch Multiplikation, aber nur dann, wenn sie unabhängig sind. Und genau, also wenn sie unabhängig sind, darf ich multiplizieren. Wenn ich multiplizieren kann, sind sie unabhängig. Und da das hier ist abhängig und bei abhängig funktioniert die Formel eben nicht. Das erkläre ich jetzt nochmal in Ruhe beim Baum und bei der vier Felder. Also man kann die Aufgaben meistens mit Baum und vier Felder lösen. Ich habe da was vorbereitet. So, ich habe hier ein Ereignis A und ein Nicht-A. Und wenn A passiert ist, habe ich 40%, dass ich das Spiel B überlebe. Und wenn ich es A nicht geschafft habe und ich dürfte weitermachen, habe ich 40%, dass ich B überlebe. Das sieht man, die beiden sind unabhängig. Ja, egal, was vorher war, ich habe 40% Wahrscheinlichkeit. Anders hier im Blauen, A zu 70%, dann überlebe ich auch B zu 80%. Wenn ich A nicht geschafft habe und ich dürfte es trotzdem weiter versuchen, habe ich hier nur 30%. Also wenn ich ins Wasser gefallen bin, nur 30%. Das heißt, ich sehe, dass das hier abhängig ist. Ich sehe, dass das unabhängig ist. Die Formel ist hier so schwierig anzuwenden, weil ich weiß, P von B ist, das sehe ich hier, das ist nicht so direkt eingezeichnet, da müsste ich hier was addieren. Genau. Aber ich brauche die Formel hier nicht, weil ich das ja schon sehe. Ne? Immer das Gleiche, also unabhängig. Noch ein Beispiel mit der Vierfelder kommt häufig dran. Ich habe hier eine wunderbare Vierfeldertafel. Und wenn ich weiß, wenn irgendwo im Aufgabentext steht, dass A und B stochastisch unabhängig sind, dann gilt ja die Formel. Und hier ist der Schnitt. Hier ist P von A geschnitten B. Und dann weiß ich, ich darf multiplizieren. Also das 0,2 das 0,4. 0,2 mal 0,4 ist 0,08. Okay? Und dann kann ich immer so multiplizieren. Dann kann ich auch an der Stelle die 0,4. Hier ist 0,4 mal 0,8. Hier ist 0,2 mal 0,6. So kriege ich dann alles raus. Wenn irgendwo im Text steht, sind unabhängig. Oder wenn ich das rauslesen kann, wenn das dann nicht steht, geht erstmal nichts. Dann habe ich keine Ahnung. Bei Aufgaben, bei denen, die nicht unabhängig sind, ist irgendwo im Text meistens noch eine Info. Da steht zum Beispiel, der Schnitt ist 10%. Dass beides gleichzeitig passiert. Und sobald ich das weiß, dass der Schnitt 10% ist, jetzt kann ich Sudoku machen, jetzt kann ich hier, das muss ja, die Summe muss passen, 0,3, die ganzen Summen müssen passen. Und so weiter.
Und so funktionieren die Aufgaben und das war schon die Formel. Mehr ist nicht dabei.